wunderschönen Samstagabend, meine Lieben. Und willkommen zu mal wieder einem Livestream und wir spielen Sandra and Hu in The Cursed Adventure. Sandra and Hu ist eigentlich eine Fernsehserie, die macht so, ist bei uns nicht so bekannt. Ist so ein bisschen so, ja, Zeichentrickwissenschaft, Kids, Jugendlich-mäßig. Ist ziemlich geil, gibt's auch Comics dazu. Und das ist eben das einzige Spiel dazu. Sandra and Hu und das verfluchte Abenteuer. Und ja, hallo und guten Abend in die Runde. Und wir machen jetzt mal so ein bisschen 30 Minuten wieder zum Warmwerden. Wir haben uns ja jetzt lange nicht gesehen, damit wir uns nicht gegenseitig überfallen. Wir müssen uns ja wieder ein bisschen aneinander gewöhnen. Und deswegen wird es jetzt nicht zu einer großen Seite und zur Sache. Und dann schauen wir mal. Aber jetzt gucken wir uns das mal an, ob euch das Spiel gefällt, ob mir das Spiel gefällt und was wir da so tun können, werden, machen, sollen, brauchen. Und ja, wir fangen auch gleich mal damit an. Ich hoffe, es passt alles. Wenn irgendwelche Toneinstellungen oder sowas nicht passen, dann schreit bitte sofort und dann geht's hier auch schon los. Wir spielen auf Deutsch, damit ihr... Es wäre wahrscheinlich auf Englisch cooler, aber... Ne? Für euch spiele ich das auf Deutsch. Ich quäle mich hier auf Deutsch durch. Nein, es ist bestimmt ganz toll und wir fangen mal ein neues Spiel an. Und fragt mich jetzt bitte nicht, worum es da geht. Ich kenne es auch nicht. Okay? Mit Tutorial starten. Ja, warum nicht? Habe ich ja noch nie gespielt. Also ein Adventure schon, aber das nicht. Da ist eine Fliege. Okay, sie träumt. Hallo Sandra, ist alles okay? Ich weiß nicht, ich kann meinen Spind nicht finden. Und da sind meine Schulsachen drin. Oh, das ist doch recht leicht. Mit einem Rechtsklick kannst du die Spinne untersuchen. Dann hast du deinen ganz schnell gefunden. Rechtsklick also, ja? Ja, die Stimmen sind echt auf jeden Fall krass der Hammer. Dann machen wir das mal. Das ist mein Freund Cloud. Alle Mädchen der Schule beneiden mich um ihn. Er ist so süß. Dein fester Freund Cloud? Thomas. Eindeutig der Spind eines Sportlers. Ja, wo ist denn dann deine? Achso, Sandra da. Hallo? Hallo? Aha. Große Premiere, Samstag, 19 Uhr im Schultheater. Okay, komm, wer ist denn dieser Clown? Ist das Cloud, der Clown? Nein, ja, wie kann ich zurück? Ach, da oben. Das wurde mir nicht erklärt, wie ich so ein Poster öffnen kann. Tür zum Theater. Aber das ist doch... Ist doch Sandras... Oder? Bin ich jetzt schon fertig, oder? Da geht's zur Theaterprobe. Ja, ich weiß. Ich dachte... Muss jetzt jeden Spind durchsuchen. Der Spind von Michelle. Oh, hier riecht's aber komisch. Oh, ist das Mobbing? Der Spind von Michelle. Oh, hier riecht's aber komisch. Ist das korrekt? Der gehört Cloud. Ob ich einen Blick riskiere? Das ist Stalking, ich weiß nicht. Aber okay. Der gehört Cloud. Achso, sie tut's nicht. Landon. Landon? Oh. Oh mein Gott, meine Landon. Der Spind von Michelle. Ralph. Der ist viel netter, seit ich mit Cloud zusammen bin. Aha. Okay. Der gehört Justin. Ach ja, okay. Sandra North. Oh. Puh, na also, da ist er ja. Aber wie bekomme ich den jetzt auf? Nichts leichter als das. Mit deinem Linksklick kannst du alle interaktiven Objekte benutzen. Hm. Und woher weiß ich, welche Dinge interaktiv sind? Das kannst du herausfinden, indem du deine Leertaste gedrückt hältst.
Na los, probier's aus. Okay. Wow, das ist ja fast wie Schummeln. Was? Jetzt fühle ich mich schlecht, wenn ich's mache. Toll. Ich dachte gerade so, oh, hey, wie geil, ich kann mir hier Sachen anzeigen lassen, die mir ein wenig helfen. Und dann ist es gleich Schummeln. Das ist ja wie wenn... Ja, das, ich wollte dieses Thema da nicht ansprechen. Da geht's zur Theaterprobe. Kann ich da jetzt rein oder was? Oder muss das ich hier ist erst meiner. Den? Ja, dann mach ihn auf! Geschafft! Und da ist ja meine Schultasche. Danke für deine Hilfe. Hat sie gerade einen Spind auf... Oh, okay. Okay. Ach, kein Problem. Ich muss jetzt aber los. Ja, ich glaube auch. Bisschen strange gerade. Bisschen Fremdschämen, oder? Ein bisschen Fremdschämen. Und wieso geht dieser Spind auf wie so eine Dose Fisch? Was ist das denn? Den kriege ich ja nie wieder gerade jetzt. Guck mal, wer hat denn bitte lauter Fotos von sich? Ach nee, das ist geklaut, oder? Ja, okay, egal. Das hat er sich wohl geklaut. Oh, wer bist du denn? Die gehen... Hi, Sandy. Was machst du denn da? Ich mach Spinde kaputt. Ich hab gerade meine Schultasche aus dem Spind genommen, aber naja, ich hab vergessen, wie ich sie öffne. Das ist ganz einfach. Es handelt sich offensichtlich um das Modell B11EC117 der Firma Schlepp und Steiner. Um dein Inventar zu öffnen, musst du lediglich mit der Maus auf das Taschensymbol zeigen. Alternativ kannst du auch die Taste I drücken und das Mausrad benutzen. Im Inventar findest du alles, was du aufgesammelt hast. Aber du kannst von dort auch andere Menüs aufrufen. Mhm. Und wenn dich das Taschensymbol stört, kannst du es jederzeit im Hauptmenü ausschalten. Ja. Was du alles weißt? Echt, ey? Da kann ich ja endlich anschauen, wie meine Mathearbeit bewertet wurde. Okay. Geile Tasche. Ist das deine Mathearbeit? Sandras Mathearbeit. Na, volle Punktzahl? Eher nicht? Eine 6? Oh. Ich war doch immer so gut in Mathe. Das kann doch nicht sein. Ich willkommen hab die in meiner Mitternachtsformel Welt. Vergessen. Ja. Aber das macht doch nichts. Du kannst doch Landons Arbeit nehmen. Die ist wie immer sehr gut. Aber das macht dir doch nichts aus, oder? Och, nee. Also, Sandy, als erstes solltest du dir Landons Arbeit aus seinem Spind holen. Was? Was soll denn das bringen? Da steht doch mein Name drauf. Auf euren komischen Dosenspinden hier. Was ist das für eine Schule? Und wieso ist das so dunkel? Das ist ja Hölle. Jetzt musst du noch den Namen ändern. Zieh dazu in deinem Inventar dein Schreibzeug mit der linken Maustaste. Oh Gott, dieser Akzent. Per Drag and Drop über seine Arbeit. Drag and Drop. So ist es doch richtig. So ist besser, Oberlein? Nicht wahr? Willst du ein bisschen ja, Gras kaufen? Ganz richtig so. Richtig. Ah, Lenden, du. Lenden, der macht mich ganz krank, ey. Larissa. Larisa heißt ja dann. Das sind die Spinne der Zukunft, die sind ein Weg. Die brichst du einmal auf, wie mit so einem Dosenöffner und dann, ne, haust du die. Was soll ich aufmachen? Vergessen, was ich aufmachen muss. Oh. Oh, wie romantisch. Klaus hat ein Gedicht für mich geschrieben. Für dich? Aber ich lasse den Brief lieber in seinem Spind. Bist du dir sicher, dass das für dich ist? Können wir jetzt hier jeden Spind aufbrechen? Oh, ein Stinktier. Was ist das für eine Schule? Warum? Wieso? Das ist Sandra and Who in the Cursed Adventure, liebe Jule B. Das steht doch ganz fett in dem Videotitel. Ah! Und hallo nochmal an alle, die dazugekommen sind. Mein Gott. Ich lass das drin. Wenn Ralph seinen Frust anders nicht los wird. Okay. Welchen muss denn jetzt aufnehmen? Hat jemand von euch aufgepasst? Ich lese mal gerade Chat. Nee, keiner hat aufgepasst, ne? So. Fußball. Was soll ich tun? Ah.
Larissa, was sollte ich nochmal tun? Nimm dir Landons Mathearbeit aus seinem Spind. Er hat nichts dagegen. Ja, die habe ich schon. Die ist hier drin. Kann mir bitte jemand helfen? Ja. Oh, dieser Akzent geht so, gar nicht. Jetzt musst du nur noch deine eigene Arbeit verschwinden lassen. Mit der linken Maustaste kannst du sie aus deinem Inventar ziehen und mit den Objekten der Spielwelt kombinieren. Was ist denn mit seiner Arbeit? Jetzt aber bis dann, Sandy. Mach's gut, Sandra. Leb wohl, Stipendium. Was zur Hölle? Ihr zwei. Und danke, denke ich. Ja, was danke, da denke ich. Da behaupte noch jemand, Larissa hätte einen schlechten Einfluss auf ihre Mitmenschen. Der Landon, ja, nur mal so, Sandra, ja, hat jetzt keine Arbeit mehr zum Abgeben, okay? Was sollen seine spießerhaften Eltern denken, wenn er nach Hause kommt und sagt, Leute, die Mathearbeit, wo ich gesagt habe, ich habe volle Punktzahl, ich glaube, die habe ich gar nicht mitgeschrieben. Da war ich nämlich irgendwo und habe Schule geschwänzt oder so. ja. Ach komm schon, Papa, steck das Messer weg. Also irgendwie sowas passiert. Aber naja, ich weiß jetzt auch nicht, soll ich jetzt das machen oder gefälschte Mathearbeit? Ja, die, was mache ich jetzt mit der? Liegt die in meinem Spind? Wo ist die Auflösung, wenn man sie braucht? Was soll ich? Achso, ich muss die alte verschwinden lassen. Ja, dann was mache ich hier? Tue ich sie? Ich weiß auch nicht. Nein. Ja, wo soll ich sie denn hinpacken? Wieder einfach weg in irgendeinen Spind? Einfach auf den Boden? Es geht einfach. Oder es geht einfach nicht. Warum hat der einen Feuerlöscher in seinem Spind? Guck mal, der sieht aus wie Son Goku. Ich bin nicht sicher. Okay, wir sollen das auf jeden Fall hier entsorgen. Wir gucken mal, ob in dem anderen Dosenspind irgendwas drin ist. Aha, Footballzeug, nein. Da ist ein Mixer drin und irgendwelche... Okay, da ist ein Dämon drin. Mhm. Dann schmeißen wir unsere Mathearbeit mal ins Fegefeuer. Das macht Sinn. Da ist irgend so ein Flammendämon drin. Ja, genau. Halt sie so hin. Das Feuer nimmt sich schon, was es möchte. Das wäre erledigt. Sollte ich mich jetzt nicht erleichtert fühlen? Ich bin nicht sicher. Ich würde mich in dem Moment nicht so erleichtert fühlen. Oh, Sandra North. Da bist du ja. Oh Gott. Herr Direktor? Sieht aus wie Jean-Luc Picard. Ich möchte dir zu deiner großartigen Mathearbeit gratulieren. Dir steht eine große Zukunft bevor. Ich sehe dich bereits mit der Fields-Medaille ausgezeichnet, junge Dame. Vielen Dank, Herr Direktor. Wenn Sie meinen... Keine falsche Bescheidenheit, Sandra. Du hast allen Grund, stolz auf dich zu sein. Aber was machst du hier noch? Es ist doch gleich Theaterprobe. Stimmt, die Probe. Wie komme ich da nochmal hin? Sehen Sie, Herr Direktor, darum predige ich meinen Schülern immer, wenn man etwas nicht weiß, soll man fragen. Sehr richtig. Also, Sandra, zeige mit der Maus auf die Tür dort und klicke mit der linken Maustaste. Das ist ja nur das Tutorial. So kannst du zwischen den Schauplätzen der Spielwelt wechseln. Ja, halt die Schnauze. Und außerdem sind wir ja noch im Bett, ne? Ihr wisst ja, vergesst das nicht. Also, ihr seid schon selber drauf gekommen. Ne, ihr wisst schon. Da geht's zur Theaterprobe. Es ist alles nur ein Traum. Da geht's zur Theaterprobe. Das ist alles gar nicht real. Das ist alles nur erträumt und fantasiert. Und zusammengeklaut und gedacht. Entschuldigung, ich hab ins Bett gemacht. Fluchen Sie gefälligst nicht vor den Kindern. Vor wem soll ich denn sonst fluchen? Verdammt. Sind ja nur Kindsköpfe da. Gar nicht fluchen? Das genügt. Lassen Sie das Sandra machen. Die hat das nötige logische Verständnis. Hä? Ihr seid... was? Bitte, Sandra. Du musst die Hebel so einstellen, dass alle 5 Bühnenscheinwerfer leuchten. Was ist denn diese traurige Person da im Hintergrund auf der Bühne? Was sind das hier für traurige Lehrer überhaupt? Und was ist das für eine Schule? Und Gott, hoffentlich ist es wirklich nur im Traum so. Drück drauf. Aha. Können wir jetzt endlich anfangen? Nein, Zoe. Erst müssen alle Lichter an sein. Ach ja, das machen wir. Was? Was? Schon besser, Sandra. Nur noch 2 Lichter dazu. Sandra. Ja, aber wehe, du lässt die Versenkung runter. Halt dein Maul.
Es ist mir ausgesprochen unangenehm, Herr Direktor, aber... Lassen Sie das nur. Kann ja mal passieren. Reden die jetzt jedes Mal, wenn ich hier einen Schalter umlege? Dann drehe ich durch. Ich kenne dein Gesicht. Du hast doch neulich... Nein. Oh. Ich hab dich gesehen. Einen Scheiß hast du. Einen Scheiß hat er. Bitte. Einen Scheiß hat er. Also ich könnte das besser. Klappe, Zoe. Pass mal auf. Also wir haben jetzt... Pass auf. Also die drei und die drei. Nee, hä? Was? Ja, ja, pass auf. Jetzt? Na, ach so, nein. Leider nicht. Es sind nur vier. Müssen aber fünf sein. Einfach ruhig, einfach. Na toll. Und jetzt? Mist, ey, jetzt ist er noch an. Wird das heute noch was? Ich hätte da noch einen Molotow-Cocktail. Der ist echt wahnsinnig erfrischend. Haltet einfach alle die Schnauze. Wo ich sie gerade sehe, haben Sie endlich meinen Rechner repariert? Könnt ihr bitte nicht immer reden, während ich hier was mache? Können das... wir jetzt... Boah, nervt mich das. Sandra. Okay, also jetzt habe ich... Jetzt habe ich die drei und die schalten dann komplett um. Jetzt muss ich noch den in der Mitte irgendwie rumkriegen. Hey, Landon, können wir Sandra nicht irgendwie helfen? Wüsste nicht wie. Sie muss halt drüber nachdenken. Solange sie mir... So. So, und jetzt die da. Juhu, Sandra. So, und jetzt den da. So. Ohne Achievement. So, jetzt aber los. Sie sind leider der Geilste. Wir haben nämlich gleich... Na? Premiere! Macht mir keine Schande. Ich habe die Presse eingeladen. Den Bürgermeister, das Schulamt und meinen alten Freund Jeff vom Ministerium für Erziehung, dramatische Selbstüberschätzung und Erfolge überhaupt. Huiuiui. Ja, huiuiui. Aber guckt mal, die Sandra hat gar nichts an. Wow. Ich meine... Ein Handtuch, schnell! Was ist diese Hand groß? Okay. Was zur Hölle? Steh mal lieber auf, Mädchen. Ich bin sehr verwirrt. Ich bin nackt! Was? Nein, ich bin nicht nackt. Das Kostüm. Ich habe das Kostüm vergessen. Oh. Poltergeist. Je, die Birne ist geplatzt. Licht aus, will schlafen. Gleich. Ich muss nur schnell mein Schwanenkostüm für morgen vorbereiten. Jetzt? Menschen. Pff, Waschbären. Okay, gut. Sollen wir das noch irgendwie reparieren? Nein? Tja, Spots. Erst fällt eine Birne aus, macht ja nichts. Dann fällt noch eine aus, eine geht noch. Und irgendwann wundert man sich, dass man trotz einer dreiteiligen Lampe im Dunkeln sitzt. Ich glaube, Wu schläft noch ein bisschen. Wu! Ja, was denn? Hi. Schläfst du? Nein, jetzt nicht mehr. Mach nicht so einen Lärm. Schalt die ganzen Lichter ab und geh endlich schlafen. Gleich, versprochen. Okay, was kann ich noch? Aha. Ich nehme das alles mit. Ich nehme einfach alles mit. Das macht man halt so. Ihr wisst ja, seid ihr Adventure-Profis. Das brauche ich jetzt wirklich nicht. Aber vielleicht später. Aha, ein Bonuspunkt, Minispiel gefunden. Aha, aha, aha. Ja, das ist ein Lineal. Das schiebt sie sich jetzt in die Hosentasche. Obwohl sie gar keine Tasche hat. Oh nein, nicht noch ein Licht. Ruhig.
Mist! Verfehlt! Du hast gerade ein Kissen kaputt gemacht. Du asoziales Kackvieh. Ich glaube, es hackt. Du kriegst jetzt 3 Wochen kein Futter, du komischer Waschbär. Und ich mache einen Ventilator an, pass auf. Viel Spaß heute Nacht. Und ich mach's Fenster auf, dann kommen irgendwelche Greifvögel und reißen dich. So. Ja, das ist schon mal ganz geil. Erst wenn ich das Kostüm fertig habe. Okay. Aber hier ist sonst nichts mehr, oder? Püppchen. Jetzt ist nicht die Zeit zum Spielen. Aber die Haargummis kann ich vielleicht brauchen. Okay, okay, okay. Eine Kritzlerei. Aha. Meine Spielkiste. Wo ist nur der Schlüssel? Der müsste doch leicht zu finden sein. Schließlich hat er einen dieser fluoreszierenden Anhänger. Aha. Aha, 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 aha. Stellt euch vor, ihr wacht nachts auf und wollt was trinken, dann wirft euer Hamster ein Kissen auf euch. Wie fändet ihr das so? Nicht so geil, hä? Ich mach jetzt richtig Lärm hier. Jawohl. Das ist Tierquälerei. Das petze ich Greenpeace. Ja, mach doch. Ich sehe schon die Schlagzeile. Schwanbastlerin foltert ihren sprechenden Waschbären mit Schlafentzug. Er schläft ja trotzdem weiter. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen an dem Korb. Den brauche ich jetzt gerade, den Korb. Lass das. Die Antwort ist nein. Oh, bist du verrückt? Schalt das wieder aus. Oh, ich gehe dir so auf die jetzt Nerven. Jetzt ist es genug. Ich verzieh mich unter das Bett. Tschüss. Lauter Kram dort unten. Aha. Aha. Tippers. Zurück mit dir, Kleiner. Ich leih mir nur dein Tütü. Okay. Will sie das etwa anziehen? Willst du das Tütü anziehen, Sandra? Das, was gerade der Bär anhatte, will das. Ist das. Das ist nicht dein Ernst, oder? Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere. Warte, aber. Ja. Mein Kostüm. Es besteht momentan nur aus einer Idee, einem Wunsch und ganz viel gutem Willen. Ja, und? Achso. Wie kann ich denn weitermachen? Wie? Entschuldigung. Okay. Ich dachte, ich komme hier nicht mehr zurück. So, wir suchen auch noch irgendwie den Schlüssel hier von ihr. Und natürlich noch Kram für ihre. Für ihr. Da liegt ja Outfit. Ruhes Bällchen. Ah. Wu darf seit einem gewissen Vorfall nicht mehr in meinem Bett schlafen. Aber er scheint mit seinem Körbchen eh ganz zufrieden zu sein. Ein gewisser Vorfall? Er hat eine Hauskatze unter seinen Vorfahren. Mhm. Es gab also einen gewissen Vorfall. Oh, jetzt nicht. Ich will Paps nicht aufwecken. Aha, gut. Bei Wu ist es dir scheißegal. Lieber nicht. Das alte Stück hält nur noch der Staub zusammen. Gut, ja, dann, kann ich das alles wieder entfernen oder soll ich das so lassen? Weil mich nervt's schon auch ein bisschen. Erst fällt eine Birne auf. Ja, okay, gut, das können wir schon. Danke. Vielen Dank. Meine Güte. Damit befasse ich mich heute nicht mehr. Ich weiß nicht, geht nicht so langsam die Sonne auf? Irgendwas stimmt nicht mit meinem Notebook. Oh, das ist der Flyer für unsere Premiere. Ah, der. Hochzeit mit Schwan. Das Shirt ist gut, aber es fehlt noch was. Irgendwie müssen später doch die Federn halten. Okay, was? Wo ist die Auflösung, wenn man sie braucht? Ich weiß jetzt nicht direkt. Daran ist nichts besonders, außer dass es sehr gerade ist. Ich weiß jetzt nicht direkt, wie ich das kombinieren soll. Es geht einfach. Oder es geht einfach nicht. Was? Hier, pass mal auf. Kombiniere Teile, sondern muss ich das doch irgendwie. Das Shirt ist gut, aber es fehlt noch was. Irgendwie müssen später doch die Federn halten. Ja,
Daran ist nichts besonders. Kein Klebeband oder so? Außer, dass es sehr gerade ist. So. Wow. Okay. Alarm. Alarm. So. Wir brauchen, glaube ich, noch irgendwas zum Kleben. Damit die Federn halten. Federn haben wir ja schon. Wo könnte ich noch was finden? Ich lasse das lieber hier. Okay. Wo wäre bestimmt lieber, ich würde da was hineingeben, anstatt etwas herauszunehmen. Du willst doch jetzt nicht rausnehmen. Da kann man alles hineingeben. Vom Stiefel bis zum Elefanten. Ich bin hungrig. Mhm. Das denke ich mir. Du bist auch ein Waschbär. Aufgerissene Federkissen. Okay, magische Achterkugel. Ja, ja. Kleiner Gummiball. Haargummi. Komm, mit Haargummi können wir doch diese... Das geht nur mit einem DLC und der kostet extra. Nicht witzig. So. Oh. Mal schauen. Was ist jetzt passiert? Shirt, Schnabel, Strümpfe, Röckchen. Und fertig ist das Schwanenkostüm. Shirt, Schnabel, Shirt habe ich. Schnabel, 9. Strümpfe, 9. Röckchen, ja, aber das hatte vorhin dieser Teddy an. Also ich... Kann ich mit daraus irgendwie... Oh klar, und am besten noch mit Superkleber verbinden, oder was? Ja, Superkleber, genau. Wieso habe ich keinen Superkleber? Mann. Wo ist nur der... Stimmt, der fluoreszierende Anhänger. Muss ich die Lichter wieder ausmachen oder was, damit ich den Schlüssel sehe? Aha. Wo ist nur... Ich hab ihn doch. Major, mach up jetzt da. Machen wir up jetzt hier. Nee, das geht nicht, wenn ich die Klamotten da reinziehe. Meine Pistole und mein alter Zauberstab. Klar, eine Pistole. Mädchen kam eben. Ja. Was ist das für eine Pistole? Ach so, irgend so ein Scheiß. Das funktioniert nicht. Warten ab. Was ist denn hier los? Voll Rettungswagen am Eskalieren. Nee, auslassen. So. Aha, Pralinschachtel. Juhu, da ist ja noch eine. Mitten in der Nacht isst du Pralinen. Marzipan. Boah, Marzipan. Also es geht. Ich übertreibe es manchmal ein bisschen mit meinen Abneigungen gegen Marzipan. Es ist okay. Okay, also. Achso, das hat sie gegessen. Ich dachte irgendwie, sie baut sich daraus irgendwas. Ist auch nicht. Das ist physikalisch unmöglich. Quatsch ist es. Das ist für mein Kostüm. Es besteht momentan nur aus einer Idee. Ja, ja, sei ruhig. Ne, hier haben wir das Bild. Mal schauen. Shirt, Schnabel, Strümpfe, Röckchen. Also für den Schnabel brauchen wir auf jeden Fall dieses Gummiband. Und ich denke auch den Gummiball. Aber den müssen wir dazu irgendwie kaputt machen oder einschmelzen oder irgendwie sowas. Kann das sein? Dass wir das brauchen. Ich weiß noch nicht, ob ich hier noch schon alles entdeckt habe oder ob hier noch zig Brilliarden Sachen irgendwie rumfliegen. Da ist nichts Interessantes mehr drin. Okay. Und den Notebook braucht sie jetzt nicht mehr, sagt sie. Damit befasse ich mich heute nicht mehr. Naja, das habe ich schon verstanden. Was ist das? Nein, das brauche ich jetzt nicht. Sudokus. Da ist auch noch irgendwas. Ein Stuhl? Da ist ein Wandschrank. Leute, da ist ein Wandschrank. Da ist... Ich weiß genau, ich habe hier viele nützliche Dinge verstaut. Aber ohne Licht finde ich sie nicht. What the... Da schläft ein fremder Mensch. Okay, wie kann ich jetzt hier Licht machen? Irgendwas dabei? Nein. Tja, ich
weiß jetzt auch nicht. Wenn ich das anmache? Ich kann sie drehen. Aber dann knickt sie immer um. Okay. Mach sie mal an. Aha. Aha, aha, aha. Was ist, wenn wir da ein Lineal dran befestigen, um das zu stabilisieren? So hält das nicht. Ja, okay. Was ist, wenn wir ein Gummiband da befestigen, um das zu stabilisieren? So hält das nicht. Ah, wir können ihm doch eine Daran Schiene bauen. Das ist nichts Besonderes. Sehr einfach. So, und jetzt. Aha! Aha! Ich habe das Poster. Warum? Das habe ich auch damals schon versucht, als Larissa mein. Abendrot, wie romantisch. Uah, das muss weg. Abendrot, wie romantisch. Hä, was ist ihr Problem? Okay, dann gehen wir halt jetzt wieder in den Wandschrank. Aha. Es ist Licht. Es ist Licht. Endlich. Endlich ist wieder Licht. Endlich ist Licht. Ein Zylinder? Aha. Da ist ein Kaninchen drin. Nein, okay, sie. Spielt einfach nur damit rum. Ein alter Den Schuh. Den Schnürsenkel kann ich brauchen. Okay. Diese Schubladen sind nicht sonderlich tief. Das ist viel zu hoch. Aber vielleicht wachse ich ja noch. Mit Sicherheit wächst du noch. Aber nicht jetzt. Dafür haben wir keine Zeit. Kann ich irgendwie... Ich habe doch einen Waschbären, der mir sicherlich hilft. Waschbär! Gucken. Oh, jetzt nicht. Nee. Hey, Moment. Das ist die Zimmertür, die geht zu ihrem Vater ins Zimmer? Weil, nee. Das ist Flur, weil hier ist der Wandschrank. Ich hab schon verstanden. Rudolf seit einem gewissen Vorfall nicht... Hab schon verstanden. Ja, Leute, ich bin für Vorschläge offen. Wir müssen irgendwie hochkommen. Ah ja, der Stuhl vielleicht. Lieber nicht. Wie wär's mit dem Stuhl? Das alte Stück hält nur noch der Staub zusammen. Was? Das ist ein Stuhl, damit Rätsel lösen. Der da ist aber nur Deko. Das ist nur Deko? Quatsch, ey. Das ist ja wohl voll der gute Stuhl. Was hast du eigentlich, Mädchen? Es geht einfach. Oder es geht einfach nicht. Das ist ein Stuhl. Stühle sind echt praktisch. Man kann sich darauf setzen, darauf stellen, sich damit Rätsel lösen, sie abstauben. Der da ist. Ist gut. Ist ja gut. So. Kleiner Gummiball, kann ich den für Wu irgendwie dahin? Ich will den rüberkriegen, dass er mir hilft. Das ist eins von Wus Lieblingsgerichten. Leider brauche ich es aber noch. Ja, okay. Wieso kann ich das nicht mehr ausmachen? Tja. Spot. Tja. Was ist denn mit dem Spiegel? Mein großer Wandspiegel. Macht schlank. Okay. Erst wenn ich das Kostüm fertig habe. Ja, ich hätte halt schon gern irgendwie jetzt jemanden, der da rüber geht und dann da den Wandschrank da hochklettert und... Da ist nichts interessant. Da das Ding da rausholt, was ich da bräuchte. Das Shirt ist gut, aber es fehlt noch was. Irgendwie müssen später doch die Federn halten. Ja, ich habe tatsächlich nichts um die... Ein 40 mm Vollgummi-Projektil. Ruhe. Ich habe tatsächlich nichts, um irgendwie die Federn da... Oh, aufgerissen! Jetzt reicht's mir. Wu bekommt nur noch Pferdedecken. Was mache ich damit? Kann mir bitte jemand helfen? Es gibt 40 Arten... Ja. Mein Kostüm. Es besteht momentan nur aus... Ich bin gerade etwas am Rätseln. Ja, gut, dass du sagst. Wir machen auch gleich hier Schluss. Das ist ein Stuhl, damit rätselt. Ihr könnt euch ja Gedanken machen, wie wir hier weiterkommen könnten.
Und dann sehen wir uns entweder heute später oder morgen nochmal. Das wäre doch was. Dann bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, es gefällt euch bis dahin so ein bisschen. Mal sehen, vielleicht wird es ja noch ein bisschen cooler. Es ist ja schon ein bisschen abgespaced. Also ich habe jetzt noch nichts so dagegen. Es ist ein bisschen crazy, aber ich glaube, es könnte lustig werden. Ja, bis zum nächsten Stream.